Was soll ich denn Holle machen? Ja, mach ich immer Augen zu. Alter, Maul! Ist gut. Ist gut, aber ja. Und ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Chris ist am Start heute. Hey, was wieder geht? Lang nicht gesehen. Ja, Food, wie nennst du deine Community? Schleckermäulchen. Schleckermecker. Schleckermäulchen. Ja, Mann. Genau. Ja, Feinis. Ja, ich habe Chris am Start, den guten jetzt auch mal ohne Maske, jetzt komplett im Video. Wir haben noch eins abgedreht. Ich weiß nicht, ob es draußen ist, aber du hast das Face-Off gewagt, ne? Halbe Mille war voll und dann dachte ich jetzt, komm, musst du kommen. Lassen. Vor allem auch für deinen Kanal, dass ich nicht immer Maske absetzen muss, wenn ich Burger schmatzen muss. Eigentlich mehr hauptsächlich für dich als für mich gemacht. Habe ich dir eigentlich mal gesagt, dass du mir so einer der liebsten überhaupt von YouTube bist? Oh. Ja, ehrlich. Oh. Oh. Habe ich eben gesagt mit dem Auto schon gedacht. Ich schwöre auf meine Mutter. Sollen wir kurz rummachen? Ja. Wir wollen jetzt zum Thema, wir labern schon wieder zu viel Scheiße. Wir werden zum einen zwei sehr berühmte Currywürste testen. Zu denen wirst du gleich auch noch was sagen. Und Chris' persönliche Currywurst-Experte, seine persönliche Nummer 1. Ja. Ich werde natürlich sagen, was jetzt top oder flop ist. Was da kannst du sagen zu den Currywurst? Also ich esse am liebsten Köner und Currywurst. Das ist so Fast Food Number One. Und ich habe wirklich sehr viele Currywurst hier ausprobiert. Früher, vor 10 Jahren, war Konopke sehr im Hype gewesen. Die Berliner kennt es wahrscheinlich. Also auch Fernsehen, Radio, überall. Beste Currywurst Berlins wurde auch gekrönt, ne? Ja, so vor 10 Jahren ungefähr. Mhm. Und dann kam Curry 36. Mhm. Das werden wir als nächstes essen. Das ist, glaube ich, jetzt so die beliebteste Currywurst. Zumindest so medien-wise. Aber mein persönlicher Favorite ist die Currybaude. Aber wir fangen erst bei Konopke an, Curry 36 und dann Currybaude. Und ich bin gespannt, ob Currybaude für dich auch Favorite ist. Okay, okay. Wenn es nicht so Favorite ist, gibst du Wetteinsatz, wenn ich sage, dass der war jetzt kacke? Ja, dann gibst du den richtigen Kuss. Oh, ja, Mann. Bleibt bis zum Ende drin, Leute. Wir sind uns jetzt bei ersten Bude. Also jetzt bei Konopke hier, ne? Genau, Konopke. Ich weiß gar nicht, ob es der älteste Imbiss ist, aber die waren so vor 10 Jahren richtig im Hype gewesen. Ja. Und ich muss persönlich sagen, vor 10 Jahren haben die noch alles selber gemacht. Also die Currysoße selber gemacht, die Mayo selber gemacht und kaum waren die so in der Presse gewesen, haben die das, glaube ich, so alles industrial produzieren lassen, die Soßen und so. Und seitdem ging es bergab, fand ich für den Taste persönlich. Geld frisst nicht nur Hirn, sondern auch Herz, Leute. Die haben ihre Seele verkauft für das Geld. Also haben auf Quali geschissen seitdem und irgendwie sich darauf ausgeruht. Ich denke mal. Hier drüben ist das, aber sieht schon stylisch aus. Dann gehen wir hier mal über die Ampel rüber, wa? Ist halt hier genau Eberswalder Straße. Hier ist eigentlich immer super viel los. Ab 16, 17 Uhr hast du hier richtig Schlange. Okay, bin ich mal gespannt, Mann. Wir werden natürlich heute auch wieder Punktzahlen vergeben und schauen mal, wer die Nummer 1 wird ich heute. Ich muss sagen, ich finde es aber auch wichtig bei Currywurst, wie eigentlich die Pommes sind und wie die Mayo auch ist. Ja, die bestellen wir überall dazu. Wir werden einfach den Pommes auch eine Note geben und wir gucken dann einfach, was am besten rankt am Schluss. Ne? Also wir werden Folgendes machen, weil wir jetzt dreimal Currywurst-Pommes essen, Leute. Wir werden uns einmal bestellen, dann teilen und so snacken wir uns durch die Dinger durch. Ne? Ja. Ahmed, soll ich dir auch eine bestellen? Haben Sie auch eine Halal-Currywurst? Ja. Dann nehmen wir noch eine vegane Currywurst. Würden Sie sagen, das ist die beste Currywurst hier in Berlin? Wenn Sie einschätzen müssen, ja? Dann warten wir eben beiseite, ne? Guck mal hier, Chris, wie schön das hier. In Berlin feiere ich. Die haben hier überall irgendwie so eine geile Kunst, Gemälde, Graffiti. Ob das Zufall ist? Das kann kein Zufall sein, Chris. Das ist absolut kein Zufall, Mann. Dann warten wir mal eben aufs Essen und dann kriegt ihr natürlich erstmal schön Foodporn hier. Das ist der Real Konopke. Kann gut sein, ja. Der einzig wahre Konopke. Der einzig wahre Konopke. Also ich muss sagen, mit Darm finde ich viel geiler. Ich auch. Ich schon mal ein bisschen scheiße, dass sie hier nur ohne Darm hatten. Die nur ohne, ne? Nur ohne. Das bei uns im Norden, da kannte ich gar nicht mit Darm. Mir schmeckt der Ketchup zu ketchuplastig. Also nicht so Currywurst-Style, sondern eher, als hätten die Standard-Ketchup drauf gemacht, oder was meinst du? Also es schmeckt einfach nicht selber gemacht, der Ketchup. Das erste, was mir in den Geschmack kam, war die Wurst. Also in dem Sinne, die schmeckt mir wie was aufgewärmt in der Mikrowelle. Dann kriegt das manchmal so einen komischen Beigeschmack. Ich will den jetzt nur unterstellen, dass sie es in die Mikrowelle hauen. Kann man ja sehen, machen sie nicht. Ich will damit einfach nur sagen, die schmeckt nicht ganz rund. Weil die Mayo kosten? Pommes sind jetzt schon kalt, oder? Oder die sind nicht mehr heiß. Die sind schon recht kalt, ja. Nicht ganz kalt, aber nicht mehr so dieses, du bestellst ja auch manchmal Pommes und die knallen dir die Lippen weg und die Zunge und du musst erstmal. Also Pommes und Mayo schmeckt gut, finde ich. Die Pommes sind vernünftig. Ketchup schmeckt eher wie der billig Ketchup von Aldi. Und nicht so Currysoße-Style, da hast du schon recht. Generell, hier auch die, also jetzt war das gerade. Schmeckt nicht nach Currysoße, sondern nach Ketchup. Mhm.
Weil die Soße halt auch, ne? Einfach Ketchup. Weil es jetzt nicht unbedingt scheiße schmeckt, aber man erwartet was anderes, wenn man eine Currywurst isst, ne? Ja. Ich finde es trotzdem vernünftig. Ich würde das für mich jetzt kurz und knapp machen. Ich gebe dem Gesamtpaket gebe ich eine 6 von 10 Punkten. Ich hätte auch 6 von 10 gesagt. Genau, no, kann man ja machen. Achmed hat eine vegane Wurst hier. Ich werde mal probier mal. Kann man machen, ich sag dir ehrlich, aber ist natürlich... Dieses typische vegane Produkt. Das hätte jetzt auch eine Röstbratwurst sein können, die ich vegan kaufe. Also, das muss nicht. Dann fahren wir zu Curry 36. Wir sehen uns gleich da. Also, wir sind jetzt tatsächlich direkt beim Berliner Hauptbahnhof. Und da soll er jetzt drin sein, Chrissy, ne? Ich war auch noch nicht im Curry 36 drin, Hauptbahnhof. Normalerweise ist der bekannteste hier Mehringdamm. Das ist gleich gegen Mustafas Gemüsekebab. Ja. Das ist so der bekannteste. Und jetzt hat hier anscheinend ein neuer aufgemacht. Hauptbahnhof müsste ja eigentlich genauso sein von der Qualität. Ja, müssen wir von ausgehen. Hoffen wir. Ja, gut, dann werden wir da mal reinsteppen und hoffen wir, dass der mehr überzeugt als der andere, ne? Also ich muss sagen, ne, ich war einmal oder so erst hier beim Hauptbahnhof wirklich, also dass ich ja mit der Bahn gekommen bin. Jetzt auch so vom Feeling. In Hamburg kommt es immer abgefuckt darüber. Oder gibt es auch eine abgefuckte Ecke? Ja, also wenn denn, sind die Penner hier so davor, aber es geht eigentlich. Weil hier immer relativ viel Polizei ist. Ja. Ist jetzt nicht wie Zoo oder so, weißt du? Da ist schlimmer, ist immer schlimmer. Ne? Ja, ja. Hier sieht recht entspannt aus. Oha, da will ich mal einmal reingucken hier, mal ganz kurz. Ich will nur einmal den Vergleich wagen, Leute, weil das in Hamburg irgendwie hat das ähnliches Feeling gehabt. Da guckt man auch so runter. Aber nö, ist ganz anders. Achmed klärt. Curry 36, 56. Dann ist er, ich habe ihn erst spät, Leute. Er ist ganz in der Ecke. Erst spät habe ich ihn. Boah, ist aber auch eine schöne Schlange hier, ne? Da ist der Curry 36. Die haben einiges. Auf Frikadellen sehe ich gerade. Aber wir nehmen Standard. Wir nehmen Standard. Currywurst mit Darm? Mit Darm, ja, muss. Mit Darm, Darm. Eine Pommes, Mayo, fertig. Es gibt ja auch diese Zwiebeln dazu. Die feiere ich immer bei Currywurst. Die sind nice, ja. Die sind auch richtig gut gesund drin. Also wo wir danach hingehen, Currybaude. Aber ich würde sagen, lass es klassisch halten, sonst ist es für Konopke ein bisschen schwer. Und da sind die Zwiebeln. Die kannst du halt damit draufnehmen. Und das ist halt derbe geil, muss ich sagen. Die kannst du damit draufnehmen, aber wir müssen jetzt bei allen gleich nehmen. Deshalb wäre das jetzt dämlich, wisst ihr? Nehmen wir ohne. Kennst du ihn hier? Er ist Berliner Urgestein. Nein. Doch. Also mich hat er sich nicht falsch gesehen. Nee. Ja, er hat jetzt sein Gesicht gezeigt. Er hat immer mit Maske gemacht. Für einen Crow, ja, genau. Das bin ich. Er ist echt offenbart jetzt. Soll ich mal singen? ja, wirklich. Ja, das sieht gut aus. Ich bezahle heute mal. Dann nehme ich auch noch was, ja? Ja, kriegst du. Wie viel willst du? Sag. Ich möchte gerne mehr, aber mein Chef möchte 85. Dann muss der für dich sein. Habt ihr gehört? Der ist für... Nee, alles klar, schönen Tag noch, ne? Ciao, ciao, danke. Wenn sie scheiße ist, schmeißen wir runter. Oh, das wird romantisch mit einem Stäbchen. Das wird echt romantisch. Du machst immer Augen zu. Was soll ich den Holle machen? Ja, mach hier mal Augen zu. Alter, oh, ist gut, er ist gut, aber ja. Ja. Warte. Ja, der ist echt so. Fühl dich echt, Maria, so richtig rein. Blende alles aus, fühl dich rein. Warte, muss ich die Augen zu machen? Ja. Also ich finde, es ist schon mal ein absoluter Gamechanger, dass es mit Darm ist. Ich finde mit Darm viel geiler als ohne Darm. Ja, ja. Ist einfach viel knackiger. Ist schon mal von der Soße her deutlich besser als Konopke. Hat Wumms. Schmeckt nicht so nach Ketchup. Mhm. Wirklich eine Currysoße. Aber da ich halt meine vom Gesundbrunnen gewohnt bin, finde ich, die kommt immer noch nicht ran. Kommt nicht ran. Kommt nicht ran. Warte, okay. Jetzt muss ich noch mal kurz die Mayo probieren. Und die Pommes. Ich halte nur einmal. Die Pommes sind richtig geil. Schön knusprig. Mayo auch sehr geil. Deutlich besser als eben, oder? Ja. Ich lass dich erstmal kosten. Ich schwöre, ich habe nicht mit Absicht gemacht. Ich habe das schon wieder vergessen von eben. Das war wirklich eine Currynote. Ja. Und die Currywurst ist für mich wirklich eine Currywurst. Eben, die hat einen komischen Beigeschmack. Ich kann gar nicht genau beschreiben, was. Deutlich besser. Komm, einen nehmen wir hier noch. Ah, du findest mit Darm auch geiler? Ja, mit Darm. Für die das nicht kennen, das ist halt so richtig, ich sag mal, hart von außen. Ein bisschen bissiger. Knackiger. Mhm. Du sagen, ich finde, bei der Wurst an sich könnte noch irgendwas. Irgendwas Special-mäßiges. Es ist halt eine gewöhnliche Wurst, immer noch eine vernünftige Wurst, eine leckere Wurst. Es fehlt ja das gewisse Etwas. Curry 36 ist ja eigentlich Aushängeschild von Berlin für Currywürste. Aber ich finde, da könnte noch was kommen, so, weißt du? Also für den Hype, guck mal die Schlange an. Pommes sind geil. Was gibst du? Ich würde eine 7,3 geben.
Okay, mit Pommes, Gesamtportion gebe ich 7,5, weil die Pommes reißt echt auch noch mal raus. Oh, ich glaube, da wäre ich auch so dabei. Ja. Solide Currywurst einfach. Und gerade die Pommes auch. Haut nicht vom Hocker, aber ist auch nicht schlecht. Mhm. Macht man nichts falsch, wenn man zu Curry 36 geht. Und jetzt sagst du, deiner toppt alles, ne? Ich denke schon. Also für mich ist eine 10 von 10, mhm, was Currywurst angeht. Geil, Leute, wir gehen jetzt zu deinem Laden, wir sehen uns gleich bei der letzten Station. Wo ist das hier jetzt hier? Currybaude, hier vorne. Currybaude, das hier sind wir am Gesundbrunnen, oder was sind genau, jetzt? Genau. Mein Lieblingsladen, also wenn ihr in Berlin seid, geile Currywurst haben wollt, geht hier Currybaude. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Moin, moin. Also ich muss sagen, die Wurst, ich weiß nicht, ob das die Currywurst ist, aber die sieht schon special aus. Also die sieht so Fleischerqualität aus, nicht so wie Großwaren-Dings. Ich hoffe, du scheißt nicht ein heute bei dem Tipp. Denke ich nicht. Nee, ne? Ich habe gesagt, ihr seid die beste Currywurst in Berlin. Es geht wie am Fließband hier, Chris, meine. 30 Sekunden später haben wir das Essen. Also sehr sympathisch hier, muss man sagen. Chris, da hast du schon mal Pluspunkte gesammelt. So, okay, ja. Let's go. Ja, komm, wir nehmen einfach mal beide jetzt. Jetzt haben wir auch zwei Dinger. Boah, du Huren. Digga, werd ich schlecht nervös bei der Besten. Ja, ich denk so. Bei der hier fällt direkt auch, die wurde Herde angeröstet. Die hat Wumms, die hat von außen mehr Feuer bekommen. Also übertragen im Sinne Feuer. Mir ist sie gerade heute schon fast ein bisschen zu sehr angeröstet. Echt? Aber ich finde die Soße, also die ist selber gemacht, die Currysoße, die Mayo ist selber gemacht und ich finde, das schmeckt einfach. Ich bin Röstaromenholle, deshalb kann ich nur sagen, dass es ist gut. Ja. Schöne Süße in der Soße. Ja. Also die hat schon einen anderen Touch, die Wurst hier. Mal die Mayo testen. Du kannst auch, wenn dir die Mayo schmeckt, kannst du so einen Bottich kaufen von der Mayo. Ehrlich? Ja. Ich glaube, ich langsam, du arbeitest hier mit. Gleichwerbung. Das sind meine eigentlich hier. Also die Mayo ist mega weich, aber trotzdem intensiv. Also wirklich anders als jetzt diese Standard-Mayo, muss man sagen. Also es ist schwer, eine 10 von 10 zu geben, aber ich bin bei einer 9,5 bis einer 10. Ich kenne keine bessere Currywurst, von daher sage ich 10 von 10. Weil ich finde es immer komisch, wenn Leute sagen so, ja, das ist die beste, aber es könnte ja immer noch mal eine bessere geben. 9,5, also ich gebe eine 10 von 10. Okay. 10 von 10 für mich. Also für mich, schwer zu sagen, ich bin jetzt ziemlich tief bei den Rankings rangegangen. Weil ich bei Currywurst wisse ja, das ist mein erstes Currywurst-Video, bin ich natürlich nicht so im Game drin. Das muss ich immer Platz nach oben lassen. Und dann korrigiere ich lieber später nach noch. Genau so eine Typen, weißt du? Immer Platz nach oben lassen. Auch wenn er die beste jemals gegessen hat. Also ich hätte ihm eine 7,8 gegeben. Schon die 1, aber ich finde es jetzt nicht gravierend besser als jetzt Curry 36 zum Beispiel. Okay, krass. Aber besser. Besser. Für mich ist das von den drei Dingern tatsächlich die 1. Ja. Also dafür sage ich Dankeschön. Und. Das wolltest du aber. Also, wenn man da sagen kann, man kann ja nicht Selfmade sagen, aber Mayo Selfmade, Soße hat wirklich ein anderes Feeling. Wurst, richtig schön, Feuer gekriegt, gutes Ding. Fertig aus, fertig aus. 7,8, Alter. Ja. Macht Buxtehude wieder mit dir. Ja, ist wirklich so, ne? Weil letzte Mal, dass ich mit dir gedreht habe. Ja, ist grausam mit den Typen. Nein, also ich weiß es nicht, Mann. Ich muss da Luft da oben. Currywurst-Game soll noch richtig intensiviert werden. Was war die beste werden. Currywurst, die du jemals gegessen hast? Ich glaub tatsächlich hier in Berlin bei Curry Paul. Mhm. Okay. Damals, okay. Aber da muss man im Game drin sein. Niedrig das Ranking starten, Platz nach oben. Und in dem Sinne sage ich, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Currywurst folgen, dann drehen wir noch mal am Rad, Alter. Und vielleicht kommt Chris auch noch mal mit. Ja. Lasst uns wissen, lasst den Daumen oben knallen, so richtig gewaltig, und das Video viral geht. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und lasst mir beim Chris ein Abo da hier bloß, ne? Ja, Mann. Bis zum nächsten Mal.